6. Oktober 1944, 7 Monate vor der Kapitulation der Wehrmacht. Der deutsche Kanonier Karl-Heinz Rosch war auf einem Bauernhof in den Niederlanden stationiert. Da die Alliierten die Gebiete in Frankreich und Belgien im rasanten Tempo befreiten, blieb auch der Bauernhof nicht vom Kriegsgeschehen verschont. Es war ein gewöhnlicher Tag im Leben des Soldaten, als plötzlich Beschuss ertönte. Karl-Heinz sah sich um und entdeckte zwei kleine, 4 und 5 Jahre alte Kinder, welche auf dem Hof gespielt hatten. Ohne zu zögern, brachte er sie unter dem feindlichen Feuer in Sicherheit. Als er und seine Kameraden versuchten zu fliehen, wurde Karl-Heinz Rosch genau an der Stelle, an der die Kinder nur vor wenigen Momenten spielten, durch eine Granate getroffen und getötet. Somit starb er im jungen Alter von 18 Jahren in den Niederlanden. Mehr als 60 Jahre wurde seine Tat totgeschwiegen. Für die Niederländer war er schließlich ein Deutscher, einer der Feinde, welche ihr Land besetzten. Dennoch forderten viele Niederländer ein Denkmal, welches an seine Tat erinnern sollte. Daraufhin gab es natürlich Widerstand, da die deutschen Soldaten damals in der Gemeinde, wo der Bauernhof lag, 5 Männer am Pfähle banden und getötet hatten. Und diese Toten hatten auch noch kein Denkmal. So wäre es grotesk gewesen, einen Besatzer vor den eigenen Bürgern zu ehren. Aus diesem und weiteren Gründen entschied sich die Gemeinde gegen die Statue. Aus diesem Grund durfte die Statue nicht aus staatlichen Mitteln finanziert werden und auch nicht auf einem öffentlichen Grund stehen. Die Statuenbefürworter allerdings hatten gleich eine große Spendensumme bereit, um sie doch noch errichten zu können. Seitdem steht dieser Bronzeguss, der Karl-Heinz Rosch mit 2 Kindern unter den Armen und dem typischen deutschen Stahlhelm abbildete, auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde. Und zwar auf einem von einem Bürger, der ihn zuletzt lebend sah.